herzlich hallo an alle, die sich zu meinem Kanal hier verirrt haben. Das ist mein allererstes Video zur Saisonstart 2023 über den Ausflug mit dem Motorrad Freunden Steiermark. Das bin übrigens ich. Ich heiße Alex, alias Korngsandl, bin 37 Jahre alt und wohne mit meiner Familie, also meiner Frau und meinem 13-jährigen Sohn in Steins in der Weststeiermark. Ich habe zwar schon seit 2006 den Motorradführerschein, bin aber auf jeden Fall ein Anfänger. Mein Motorrad, diese wunderschöne CW1000R, habe ich mir nämlich erst letztes Jahr gekauft. Ist es leichtsinniger als Anfänger gleich auf eine 1000er mit 125 PS zu steigen? Vielleicht, aber nach ca. 6.500 Kilometer darf ich, zumindest was mich betrifft, wohl zu Recht Nein sagen. Aber könnte man doch ein eigenes Video darüber drehen, oder? Am Ostermontag haben sich die Motorradfreunde Steiermark zu einer gemeinsamen Ausfahrt nach Bled getroffen. Wie immer hat Anita alias Hexe den Tourguide gemacht. Und abgesehen von der Kälte in der Früh war es ein sehr schöner Tag, aber seht selbst. Die erste gemeinsame Ausfahrt heuer. Mehr Auge, als wir noch den Reifen gehabt haben. Ne? Das war geil. Da, und da, wir haben mehr Auge drüber gehabt. Achso, ja. Und der Mann vertrat bei der Drehung, neben mir die Skitouren gehen. Aber... Ja. Habe ich so gehört, ich war dort Steirer. Ja, genau. Ja, aber es waren vor 3 Wochen, genau. Da habe ich einen Termin absagen müssen, weil ich nämlich selber krank geworden bin. Genau. Was sagst du? Ja, okay. Ach, ich habe länger, oder? Ja. So, schau mal. Ah, ja. Ich weiß nicht, eigentlich kann ich schon mal aufsteigen. Was haben wir heute Line-Up? So, einmal die neue Husqvarna Norden, Kawasaki Z57S. Derweil ist sie noch blau, aber die Kurzzeit hat das ja. Ja, wird noch. K1600 GT, F850, Leon Tiger Sport und da hinten, ah ja genau, Afrika Twin haben wir noch in meiner. Hallo! Hi, servus! Hallo, servus! Nur eine kleine Vorwarnung, ich bin nicht nur als Motorradfahrer, sondern auch als Videofuzzi ein absoluter Noob, weshalb ich gleich einige meiner Lehren vorwegnehme. Erstens, nimm immer alle Ersatzbatterien für die GoPro und das Mikrofon mit. Zweitens, ordne dich in der Gruppe eher hinten ein, damit du dich gegebenenfalls auch mal kurz um das Equipment kümmern kannst, ohne alle aufzuhalten. Und drittens, ein Mikrofon gehört niemals in die gleiche Tasche wie deine Schlüssel. Unsere Tour startet bei unserem Treffpunkt in Eibiswald über den Radlpass Richtung Trabograd, dann durchs Kärntner Rosental, wo wir in Ferlach einen Kaffee und wer sollte unbedingt braucht, einen Rauchstopp einlegen. Danach ging es über den Leubelpass Richtung Bled auf eine der berühmten Cremeschnitten. Leider haben sich auf dem Weg dorthin sowohl die Batterien der GoPro als auch von der Zoom H1N verabschiedet. Wie gesagt, man lernt ja. Das war insofern schade, weil auch der Seebergsattel, den wir auf dem Heimweg gefahren sind, auf jeden Fall eine Videoaufnahme wert gewesen wäre. Ich hoffe, ihr genießt das Video trotzdem. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you, and I've been wondering where you lay up, where you at, so, sure. Where do you go to, where do you go, where do you go to, I wanna know, how do you do it, that thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Cinderella, yeah. I think I'll find your glass slipper, baby. Baby. Yeah. Cinderella, yeah. I think you'll find your prince charming.
go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it, that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it, that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. You must be magic, the way that you carry yourself. It's like you got this, unspoken confidence, baby, you know it damn well. You get me fired up like holy, you hotter than hell. None can compete, cause your presence is unparalleled. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it, that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it, that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. Durch das Kärntner Rosental ging zwar recht zügig dahin, aber bis Ferlach war es noch echt frisch. Ich glaube sowieso, dass ich der Ärmste von allen war, weil immerhin bin ich ja der Einzige auf einem Naked Bike. Wie auch immer, in Ferlach gab es dann endlich einen wärmenden Kaffee oder Tee und für den, der es braucht, auch Zeit für eine Rauchpause, bevor es dann über den Läubelpass nach Bled ging. Bis auf den Pass hinauf gibt es ein fast ungeschnittenes Raw, wobei ich mich schon im Vorhinein für die Klimpergeräusche entschuldige. Ich habe gedacht, dass ich den Schlüssel gut fixiert habe, aber ich habe halt die Rechnung ohne den nicht ganz so perfekten Asphalt gemacht. Kann halt passieren, aber man lernt ja dazu. Linien war jedenfalls nicht, weil ich die Reifen noch aufwärmen muss.
too different. What's our secret? Every time I see you, I wanna say, I don't want to love you, don't want to fight, I don't want to talk at night. Please, please forget my number. I wish I were louder on the love. Ooh, you're so good. Every day I hear the words all from you. Tja, liebe Leute, auch der Stau in Bled konnte nicht meine Vorfreude auf die berühmte Bleder Cremeschnitte trüben. Es war aber so viel los in der ganzen Stadt, dass wir uns entschlossen haben, uns fürs Mittagessen ein Lokal außerhalb von Bled aufzusuchen. Nach einem kurzen Tankstopp ging es dann über den Seebergsattel nach Hause. Hier entschloss ich mich dann, mich von der Gruppe zu trennen, um auf schnellsten Weg nach Hause zu kommen. Nichtsdestotrotz war es ein sehr schöner Tag und wir alle freuen uns auf weitere Ausfahrten in dieser Saison. Der Linke zum Gruß, euer Chor im Xandl.